So, herzlich willkommen zurück und weiter geht's hier bei The Dick. Ja, falls ihr draußen die ganze Zeit Geräusche hören solltet, das sind die Nachbarn wieder, die sind hier irgendwie am Grillen oder sowas. Ja, so, zuletzt haben wir die Planetariumsinsel entdeckt, wo ich durch Zufall die richtige Kombination herausgefunden habe. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Phänomen war. Um da irgendwas zu bewirken. Ja, und wir haben noch einen Schlüssel gefunden, den wir jetzt hier anwenden werden, weil es ja die einzige Tür, die noch zu ist mit Zahlencode. Und die andere hat kein Schloss. Dafür müssen wir, so wie es aussieht, da die Platten einlegen. Was habe ich jetzt gesagt? Komm. Grün, also blau, zweimal grün und einmal. Okay, versuchen wir mal. Ich habe das Gefühl, das Spiel kommt langsam in die heiße Phase. So, das war das. So, dann war das jetzt grün. Ich vergesse es immer wieder. Genau. Dann können wir das hier schon mal einstellen. Okay. Dann machen wir das schon mal blau. Nein! Ah, blöd, dass man da nicht zurückgehen kann. Naja, machen wir noch ein paar Ehrenrunden, wie gesagt. Ich strecke das Ganze mal ein bisschen in die Länge. So, das war das, ne? Ja, so, und jetzt grün. Die scheinen auch irgendwie nur drei Farben zu kennen: Rot, Grün und Blau. Warte mal, sind doch die drei Grundfarben, ne? RGB. Das habe ich gesagt, das war grün, ne? Ja. So, ich bin mal gespannt, wohin wir jetzt kommen. Autsch, sieht ein bisschen kaputt aus. Low sagt nix. Also hier schon seit längerer Zeit niemand mehr gewesen, so wie es aussieht. Und seit längerer Zeit, ja, zerfällt das Ding irgendwie zu Staub oder sowas hier. Das sieht aus wie ein Erdbeben, als wenn ein Erdbeben passiert wäre. Aber der Rufknopf, der Hubknopf, nein, der Rufknopf, der ist noch da. Au, da kommt man nicht rüber, so wie es aussieht. Okay, das habe ich jetzt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, da wäre jetzt ein unüberwindbarer Riss. Okay, man kann das hier unten nicht sehen. Ah, unser Glück. Ich hoffe, das bleibt so. So, ich bin mal gespannt, wohin wir jetzt wieder hinrollen. So, lassen wir mal weiterlaufen. Eine neue Sequenz, so wie es aussieht. Ah. Okay, da ist die Kugel sehr schön geparkt worden. Hallo? Ich sehe jetzt überhaupt nichts. Ich sehe nur eine Bahn. Die Pflanzen, aber die Frage ist jetzt hier, wo ist Lo? Und ist hier irgendwas, was wir mitnehmen müssen? Okay, ich sehe nur einen Vorsprung. Vorsprung durch Technik. Ha. Wenn ihr wisst, wen als Logan man hatte. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben? Wow! Das sieht hier so lila aus. Nicht schlecht, Herr Specht. So, Bahn. Was war das für ein Geräusch? Hat sich angehört wie ein Tier, dessen Geräusche wir nicht zuordnen können. Also, Lebewesen gibt es auf jeden Fall hier noch, nur halt keine. Wie wir Menschen. Irgendwie Tiere, niedrige Kreaturen, die gibt's hier. Hier ist eine Höhle. Boah, guckt euch mal. Ui, 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 das ist geil, hör mal. Das sieht aus wie eine unterirdische Höhle, wo ein See drin ist.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Genesis-Höhle aus Star Trek 2. Wow, und dann die Musik dazu. Einfach nur geil, immer. Jetzt hier einen Picknickkorb auspacken und dann das Ganze genießen. Ich bin beeindruckt. Jetzt kommt die Sonne. Die Sonnenstrahlen kommen hier rein. Die Musik ist einfach nur göttlich. Die passt sehr schön zur Atmosphäre. Ich hoffe, die gibt es als Soundtrack. Würde ich mir sofort kaufen. Eine Grube. Das ist voll irgendwie so die Entspannungsmusik. Irgendwie so spirituell, finde ich. Da könnte man echt hier so sich entspannen. So nach dem Motto, achten Sie auf Ihre Atmung und was weiß ich alles. Gut für Yoga-Übungen, ne? Ach, das sieht... Was war das? Ein Fledermäuschen? Ach, das sollte mein Handy Quizduell. Ja, es sind Fledermäuse, wie es aussieht. Öffnung. Es sieht einfach geil aus. Also hier. Die Kammer des Schreckens, ne? Also ich weiß nicht, warum das Spiel nicht so gute Kritiken gekriegt hat. Also das ist. Einfach nur geil. Schade, dass ich es erst jetzt entdeckt habe, wie gesagt. Oder eher gesagt, vor 2 Jahren erst. Das erinnert mich ja so ein bisschen an den Dschungel. Wo war das? Auf den Azoren? Nee. War das Amazonas? Von Indiana Jones 4, wo auf dieser Seite hier die Schlucht war. Da die Pyramide und du musstest hier durch die Öffnungen gehen. Dann bist du... Eine Klappe. Warte mal, was ist das denn hier? Das ist Wasser. Klappe? Ey! Okay. Warte mal. Sind aber nur 4, ne? Keine 5. Dann müssen wir bestimmt irgendwo noch einen Stab finden. Hier ist noch eine... Da ist eine Grube, hier ist eine Öffnung, da ist eine Klappe. Mensch, hier sind so viele Sachen, da kann man sich gar nicht entscheiden. Oh, und auch hier oben kommen die Sonnenstrahlen von... Eine Linse, okay. Ah, ein seltsames Gerät. Dann habe ich dann eine Vermutung, was wir da anstellen müssen. Okay. Diese Corallic Space Station, aber ansonsten der Rest sagt mir jetzt. Ist das ein TIE Fighter? Die Form? Flügel? Und das ist doch die Kanzel. Ist das ein TIE Fighter? Also man merkt auf jeden Fall, dass LucasArts hier sehr viele In-Jokes eingebaut hat. Wir sind das auf Star Wars und das hier ist doch ein umgekehrter Kopf hier. Könnte fast aussehen wie C-3PO. Ja, wie gesagt. Oder ist einfach nur zufällig. Also, und hier seht ihr. 2 Strahlen haben wir schon aktiviert. Nee. Oh, bei dieser Lichtbrücke ist wohl gerade die Garantie abgelaufen. Tja, jetzt bräuchte man eine Astromech-Einheit, die das Ganze hier mal wieder auf Vordermann bringt, ne? Na komm, Lo, du hast ja schon Erfahrung im Linsenrichten. Nur ein bisschen justieren. Mal gucken. Nee. Aber das Geile ist ja, jetzt steht hier immer noch seltsames Gerät, obwohl er ja eigentlich weiß, was es ist mittlerweile. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Na dann, justiere mal. Ja, 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 sehr schön. Aber sonst sehe ich ja auch nichts. Also hier sind wir eigentlich wieder durch. Jetzt sind wir hier.
Jetzt haben wir die Karteninsel, die Planetariuminsel und die Museumsinsel. Nur die beiden haben wir noch nicht verbunden. Okay, gucken wir uns weiter hier um. Kartenraum. Also hier muss irgendwie noch was Besonderes sein. Von dem ich keine Ahnung habe, was wir hier machen sollen. Ich würde jetzt mal den rot gravierten Stab hier nehmen. Und mal gucken, ob wir damit was bewirken. Warte mal, das war jetzt hier blau gewesen, ne? Es ist nur eine Vermutung. Ne, grün, nicht blau. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Das war jetzt alles blau, ne? Ich weiß nicht, was passieren wird. Ja, da tut sich wirklich was. Was war das jetzt? System. Man braucht die Karte nicht einmal mehr zusammenzufalten, wenn man fertig ist. Da scheint irgendwo noch eine Gruft zu sein und ein Weg nach unten. Tja, Geschichten aus der Gruft, ne? Okay, auch nicht schlecht. Alter, das war jetzt nur geraten, weil es alles rote Symbole war. Ich mir gedacht, komm, nimmst einen rot gravierten Stab, vielleicht klappt's. Und soweit ich weiß, was ich gelesen habe, ist, glaube ich, so dick auch einer der Spiele, wo es kein Handbuch zu gab, wo der Benutzer wirklich alles selber mit Lo und den anderen hier lernen muss. So, Öffnung. Er hat gesagt, es geht noch abwärts, Kumpel. Warte mal, wie ich LucasArts wahrscheinlich kenne. Geht's bestimmt doch noch hier rum. Oder auch nicht. Naja, hätte ja mal sein können. Noch eine Klappe oder ist immer noch dieselbe Klappe? Ja, wie gesagt, er sagt, die Karte nicht mehr zusammenfalten. Also, wie gesagt, dann würde Falk keine Karten mehr verkaufen. Nö, also, sind wir durch. Wo könnte es hier noch was geben? Häschen in der Grube, das ist die Öffnung zur Lichtbrücke. Kammer, ansonsten hier liegt aber auch nichts, ne? Ich würde sagen, die Fledermäuse, die müssen irgendwas Besonderes haben. Oder warte mal, kann man vielleicht hier noch irgendwie weitergehen? Kann doch nicht sein, dass hier schon wieder Schluss ist. Ich sage ja LucasArts. Da bin ich auch damals bei Indiana Jones 4 öfters mal reingefallen. Was ist denn das hier? Ach Gottchen, nee, ne? Hier ist es so unheimlich, wie in dem Wald hinter unserem Haus, als ich noch klein war. Habt ihr gerade den Schatten da oben gesehen? Jetzt sagt man nicht, es sind hier Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich habe da eine ziemlich große Angst vor. Es sieht wie ein verstopftes Gitter aus. Ein verstopftes Gitter, warte mal. Kommt so mit der Schaufel ran? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Okay, dann müssen wir abflussfrei mitnehmen. Wo kriegen wir abflussfrei her? Ach du heiliger Vater. Strand? Quelle? Strand? Der Strand sieht ein bisschen dreieckig aus. Nest. Okay.
Und Nulo? Ach, der rennt auch noch da runter? Warte mal eben. Gitter? Ups. Durch das Loch strömen Wassermassen nach unten. Okay. Durch das Loch strömen Wassermassen nach unten. Faszinierend, Mr. Spock. Naja, hier können wir noch nichts machen. Dann würde ich sagen, Lo, geh mal hier durch den dreckigen Eingang. Geh mal da hoch zum Strand. Okay. Junge, du brauchst aber ganz schön, du. Okay, Strand. Schön. Hier ist es ein bisschen bläulicher. Hier hört man das Wasser platschen. Schön, aber... mehr sehe ich jetzt hier gerade auch nicht. Hier muss es irgendwas geben... später mal. Aber ich sehe nichts. Wahrscheinlich haben wir irgendwas irgendwo übersehen. Und das wird dann hier später freigeschaltet. Ich weiß es nicht. Okay, also gehen wir zurück zum Nexus. Komm, ab zum Nest. Kann man das überspringen? Nein, das ist okay. Jetzt wieder nach hier oben. Und wehe, die Spinne kommt uns jetzt in die Quere, dann... ab zur Tür. Oder war das eine Kopfkrabbe? Das Ding sah auch so irgendwie so ähnlich aus wie die Teile aus Half-Life, aus Black Mesa, was ich ja mal letztens mal gezeigt habe. Ab zur Bahn. Kann man das beschleunigen? Na, okay, muss warten. Kannst du nicht beschleunigen? Was war... Ach so. Komm los, schneller. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Sollst du ja auch nicht. So, ab in die Bahn. Ab zum Nexus, weil... ich überlege gerade. Wir haben noch zwei Inseln, die wir nicht verbinden können. Die eine ist klar, weil da die Bahn irgendwo festhängt. Weil die einen Platten hat. Und die zweite... wir müssen nochmal zu dieser Hauptbasis gehen, die unter Wasser ist. Warte mal, wo war die nochmal? Das war doch hier gewesen. Hier die Rampe nach unten, ne? Beziehungsweise, nee, der dunkle Tunnel war es, so rum. Weil wenn wir da nicht suchen kommen, vielleicht finden wir hier irgendwie einen Tunnel. Komm, Lo, komm, komm. Ja, das ist geil gemacht, hör mal hier. Wie war das nochmal? Jetzt auf den Knopf drücken. Sind das Glastüren? Warte mal. Ah, die Tür war schon auf, okay. Druckausgleich, denke ich mal. Wie man das auch in U-Booten hat. Und da musste ich zweimal drauf hämmern, ne? Also irgendwas ist hier. Was mir gerade auffällt. So, die Dinger hier leuchten noch blau, ne? Und wir haben ein... blauen Stab gefunden. Kann ich den jetzt hier ra... ach, gucke mal. Ist nicht wahr.
Okay. Kann man... Aha, man kann hier draufdrücken, hast du gesehen? Warte mal eben. Okay, kann man rausziehen? Aber der will nicht leuchten. Also hier ist, siehst du, hier ist was kaputt. Schnittpunkt der Kristalle. Damit sind alle Kristalle verbunden. Aber was kann man jetzt hiermit machen? Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja. Auf und nieder, immer wieder. Was kann man hiermit eigentlich machen? Weil man kann das Ding auswählen. Oh, jetzt... Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Scotty, ich habe da irgendwie den Warp-Reaktor kaputt gemacht. Aber ich sehe schon, die nächsten 20 Minuten sind rum. Ja, wir versuchen... in der nächsten Folge den Warp-Reaktor hier, den Warp-Can hier dazu in Gang zu bringen. Ah, Moment. Aha, hast du gesehen? Warte mal. Vielleicht muss ich hier mit Gefühl rangehen. Ach, guck mal. Es wird heller, es wird dunkler. Warte mal, das sieht schon mal besser aus. Das wird noch heller. Ja, okay. Damit ist das Rätsel auch gelöst. Gut, wir machen jetzt Schluss und wir sehen uns gleich wieder. Bis denn, euer Wiofner. Tschüss.